Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog auf meinem Zweikanal Broski. Ich stehe gerade bei mir im Garten. Heute Schalke gegen Wien Wiesbaden. Ihr seht schon, bin schon in voller Montur. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier. Überlegenskampf, Schalke 04, zweite Liga, Part. Ich habe keine Ahnung, ey. Wir setzen uns erstmal hin, würde ich sagen. Letzte Woche war so ein brutaler Trümmerbruch mit dem Auto und allem. Junge. Mein Auto ist übrigens immer noch irgendwo in Hamburg. Mein Management kümmert sich jetzt, ihr habt das ja gesehen mit dem Darius. Liebe. Heute muss ich nicht fahren, mein Vater holt mich gerade gleich ab. Ich warte jetzt gerade eigentlich nur noch auf den. Dann geht's rein gegen Wien Wiesbaden. Wird schwer. Er wird wirklich schwer. Wisst ihr eigentlich, was der absolut ekelhafteste Trümmerbruch ist? Der Kapitän von Wien Wiesbaden, das ist der Mocky. Der war auch schon bei mir in der Talkshow bei Ed Broski. Und der ist ja eigentlich richtig dicker BVB-Fan. Der hat jetzt vor ein paar Tagen noch seinen Vertrag verlängert. Und der labert schon hier seit Wochen auf Social Media und so, das Beste für ihn wären Punkte auf Schalke zu holen. Also bitte, das wäre heute wirklich Trümmerbruch-Endlevel. Mocky, wenn du das siehst, komm, push dich. Heute auch mal eine glattrote abholen. Ist doch kein Problem. Hier haben immer wieder Leute Updates wünschen. Mir fällt gerade auf. Da muss die Plane runter. Scheiße. Naja. Ja, das ist mein wunderschöner Garten. Wir reden ja häufig in den Streams drüber und deshalb fragen immer ein paar. Gibt es auch noch gesonderte Videos zu? Das ist jetzt die Winterversion. Gestern da noch mit Kollegen an der Feuerstelle gechillt. War super. Bin sehr zufrieden. Auch wenn ich mich in anderthalb Jahren von dem Ding trennen muss, wenn ich ausziehe. Die Steine hier könnte man, by the way, auch mal wieder sauber machen. Hey, ein Vogel drauf geschissen? Was ist das für eine Aktion? So, warte mal hier. Oh, gerade ziehen. Passt. Also als Schalke-Fan übrigens, ich sag's euch komplett ehrlich, aktuell einfach nicht auf die Tabelle gucken. Ne? Wiesbaden ist ein Platz vor uns, 4 Punkte. Das heißt, wir können diesen 14. Platz, diesen Spieltag einfach gar nicht verlassen. Wenn wir verlieren, sind wir 7 Punkte auf Platz 13 und wir haben 2 Punkte Abstand auf den direkten Abstiegsplatz. Ich krieg schon wieder so einen Puls, ne? In 2 Stunden ist Anpfiff. Mein Vater sollte jetzt jeden Moment da sein. Ey, nee, wirklich. Also heute verlieren, dann gehen die Lichter aus, sage ich euch so, wie es ist. Thema tabellarische Situation. Ich habe jetzt gefühlt das erste Mal wieder richtig drauf geguckt. Ne? Wenn man gewinnen sollte, ist man natürlich auch näher hier wieder an den oberen Plätzen dran. Aber ich gucke eigentlich nur mit ganz viel Sorge in die Richtung, wenn ich ehrlich bin. Wir dürfen heute einfach nicht verlieren. Ey. Also wirklich nicht. Kennt diese Autobahnabfahrt auf dem Weg zum Stadion? Immer der absolute Pain, wenn man hier steht und der Scheiß zukommt. Der Wahnsinn. So, bin jetzt doch ich am Steuer. Der Vater ist mittlerweile auch eingeladen hier. Ja, und heute wieder um. Also, ich weiß nicht, ne? Viele Leute von euch, die spielen ja schon länger in der zweiten Liga. Aber ich muss sagen, wenn du halt einmal so in diesem Bundesliga-Rhythmus drin bist, also 12 Uhr zum Stadion fahren, ist Hardcore, ne? Ich als Spätaufsteher, ich habe gerade gefrühstückt. Es ist einfach ein Kreisliga-Feeling, Mann. Gewinnen wir heute? Ich hoffe. Ich fahre gerade aus. Die Euphorie ist krass. Der übliche Weg zur Arena. Ab nach Schalke. Schön. Und rein in das gute Ding. So, wir gehen jetzt rein. Was auf jeden Fall so krass ist, was direkt auffällt, hier ist schon wie so eine düstere Wolke über diesem Verein. Ne? Da hängt so ein Schleier drüber. Das ist Wahnsinn. Also stimmungsmäßig, es wäre bestimmt heute geil, so gar keine Frage, ne? Aber irgendwie, moin. Ach, geil. Wir sitzen jetzt mittlerweile drin, ne? Was ich gerade sagen wollte. Es ist so verrückt. Über dem Verein schwebt irgendwie wie so ein grauer Schleier. Du läufst da draußen rum. Es ist so, und ich kann es natürlich verstehen, so null Euphorie da. Das ist echt krass. Also das habe ich wirklich selten so erlebt. Du merkst halt heute schon wieder, das ist so ein richtiges, ja, Do-or-Die-Spiel, ne? Gefühltes 15. in dieser Saison. Das kannst du halt auch schon wieder nicht ausdenken. Aber also wenig Euphorie und so, wenig Fangesänge vorm Stadion. Die sind halt alle, denen geht der Kackstift und ich kann es verstehen, ey. Heute gibt es übrigens Kaffee, ein Wrap und ein Wasser. Ey, ich habe für mehr einfach gerade keine Kraft, ne? Ich habe gefühlt vor einer Stunde gefrühstückt, bei meinem Vater gibt es eine obligatorische Cola. Ich sag Bier vielleicht in der Halbzeit, aber jetzt gerade bleibe ich erstmal hier bei. Genug geredet. So. Jetzt müssen wir es auf den Platz gehen. Arena, oder was? Absolut zustimmen. Schön. Aufstellung ist draußen. Cedric Brunner, das Geburtstagskind, mal wieder in der Startelf und Auja. Wir spielen Dreierkette. Baumgarte ist begnadigt. Ja, schauen wir mal, was wird hier oder was. Neue Farbe läuft, der
denn sie tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht. Denn sie tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht. Ey, guck mal, das muss ich aber sagen, ey, egal wie schlecht es läuft, ich krieg hier immer wieder Gänsehaut, Alter. Hier sind wieder 60.000 kaputte im Stadion. Geil, Mann. Platz 14 in der zweiten Liga. Immer wieder Gänsehaut, ehrlich. Plätze sind schon in der Arena leer, ne? Also, ich meine, ist halt Samstag 13 Uhr, Wiesbaden 14. gegen 13. ne? Hier vor mir ist ein bisschen frei, da oben siehst du auch mal so 2-3. Vor mir ist nicht mehr frei, never mind. Aber es sind halt so 2-3 leere Plätze, ne? Aber es werden halt safe wieder über 60.000 sein, 100%. Übrigens auch ein sehr deutliches Zeichen von den Schalke-Ultras und von der Fanszene. Vorstand und AR sehen das ein, auch eure Stimme muss pro Neuabstimmung sein. Also auch hier nochmal kritisch gegenüber des Investorendeals, aber jetzt wieder vereinzelt. Und rein ins Spiel. Zweitliga-Überlebenskampf. Gib ihm. Schalke stößt an. Ach so, gib mal Tipps. Ja, Tipp. Ja, so, ich wünsche mir einen dreckigen Sieg, aber ich weiß es nicht. Das wird schwierig. Das wird sehr schwierig. Ergebnis. Komm her, 1-0. Komm her, 2-1. Ja, komm, nimm was. Ja, du 1-0, ich 2-1. Ja, genau, dann wird wohl irgendeiner was passen. 3-0. Oh, da war der Optimist. Man sieht direkt Schalke in der Dreierkette heute. Mit Baumgartel, Kalasch und Kaminski. Soll ein bisschen Stabilität defensiv reinbringen. Erster Fehlpass und hier wird schon geklatscht. Was? Nein, so Mann, die sind ja alle so fertig. Alle fertig mit dem Verein, das ist ganz klar. Hört euch das an. Hört euch das an. Oh nee. Oh. Rett, Alter. Super FC Schalke. Komm, geh mal Schallenberg. Ah, mit dem Ball ist schwer bei uns. Das ist ja übrigens der Augenleger mit der 4. Mockenhaupt. Naja. Das ist er. Ich hoffe, du bist dort eingeschult, mein Freund. Hey! Er muss doch scheißen, Alter, gehen! Oh, der hat so Stress, der Mann am Ball hat so Stress. Das ist nicht am Ball vorbei, aber die Möglichkeit. Meine Güte. Boah! Schieß! Mit Hacke gespielt. Digga, was hältst du? Das war gut kombiniert. Aber ist halt kein Foul, ne? Komm, geh! Geh, Junge! Komm schon! Oh, wie schlecht! Digga! Oh Mann, ey! Wahnsinn! Das beschreibt unser Offensivspiel so gut! Gut. Gut, Schallenberg, schön. Also was man leider wieder sagen muss, mit dem Ball haben wir so wenig Ideen. Wiesbaden macht es halt richtig gut. Guck mal, wie eng die da stehen. Die stehen auf 10, 15 Metern. Aber ja, das ist halt unser Spielaufbau, ne?
ist halt wirklich nichts. By the way, auch ein kleiner Fun Fact. Der neue Rechtsverteidiger, den Schalke geholt hat, Brandon Soppi heißt er, glaube ich. 6 Millionen Mark wert. Ist zu schlecht für unsere Truppe, ja. Hält sich gerade erstmal in der zweiten Mannschaft fit. Nicer Wintertransfer. Sitzt 4 Meter neben uns. Warum auch immer der nicht in der Spielerloge ist, aber der sitzt anscheinend hier. Oder das ist wieder so ein Champions-League-Final-Ding, wo ich damals auch gedacht habe, ich habe Cafu gesehen. Es war nicht Cafu. Gut, Kenan! Nein, sieh doch! Was mir auf jeden Fall krass auffällt, wir haben ein komplettes Mismatch da aufgestellt. Ne? Wir werden so häufig zu langen Bällen gezwungen und wir haben einfach niemanden da vorne, der die verarbeiten kann. Wir brauchen immer echte Neun da vorne drin. Ob das dann Terodde oder Top ist, da müssen die gleich eigentlich schon wechseln. Weil das macht ja gar keinen Sinn. Ich finde das übrigens so geil. Wir spielen eine Dreierkette. Kaminski ist der einzige Linksfuß von denen da hinten. Ne? Und der spielt trotzdem in der Mitte, weil der so arschlangsam ist, dass man dem wirklich nur zutraut, da in die Mitte zu stellen. Ist das geil, das ist krank, Mann. Oh je. Yeah. Ist das das unser Leben? Schalke ist das Geilste auf der ganzen Welt. Komm. Mach Tempo, Kinder. Komm, Junge. Gutes Ding. Schade, Ecke. Gut. Weiter, weiter. Komm, Junge. Komm, Digga. Ich brauche Aue, Jan und Jella. Gib mir einen. Gib mir einen, Thomas. Komm, Junge. Gutes Ding. Nee. Kein gutes Ding. Gut, gut. Ah, Mann, ey. Ist das eine Flasche? Pass doch auf. Ey. Ist das eine Flasche? Gut! Ah! Schade, Junge! Weiter! Komm, Darko! Komm, Darko! Komm, Junge! Mann frisch! Ja! Oh. Spiel doch weiter! Mann, spiel doch weiter, Mann! Mann! Ole, ole, ole! FC Schalke 04! FC Schalke 04! Komm, du hast Platz. Gut. Es ist, weil so wenig Spieler einen guten ersten Kontakt haben in dieser Mannschaft. Ne? Das tut so weh, ehrlich. Hinter mir höre ich Kaminski Kopfballtor, wenn das passiert, 100 Subs. Ja, gut. Nimm ihn. Nee. Das war eine Scheißidee, Mann. Gut, Junge. Gut, Kalasch! Also die Aufgabenverteilung. Ach, da bist du ja! Ich stand gerade wie so ein kleines Kind, was im Supermarkt verloren gegangen ist, vor Currywurststand. Ich habe Getränke geholt. Hier gibt's Currywurst und Halbzeitfazit. Halbzeitfazit. Schlechteste Bundesliga, Zweitliga Fußball aller Zeiten. Ich fand's jetzt nicht ganz so schlimm, aber auch nicht gut. Also meine Freunde der gepflegten Fußballunterhaltung, er kriegt jetzt mal ein ernsthaftes Halbzeit-Fazit. Mein Vater ist gebrochen, ihr müsst ihn ja verstehen. Der Mann ist fertig, der hat den Verein kennengelernt, da haben die UEFA Cup gewonnen und das, für den ist es noch schlimmer als für mich. Aber gut, Thema Halbzeit. Ich fand's nicht ganz so schlimm. Ich finde, wir sind defensiv einen Tacken besser als sonst, sehen wir stabil und das war's. Und dann sind wir, das war's halt. Also ich finde es offensiv vollkommen verrückt. Wir spielen da original nur lange Bälle rein und da steht keiner. Kann ich was Positives sagen? Schallenberg gefällt mir gut. Ich finde, er macht es gegen den Ball super. Und auf eine gute zweite Halbzeit. Ich habe jetzt hier, ihr habt gerade schon gesehen, ne, ist schwer ohne, was soll ich euch erzählen hier? Stößchen. Schon mal besser geschmeckt, bin ich ehrlich. Aber das liegt am Gesamtszenario. Komm, Kenan, komm, Kenan! Komm, Kenan! Schade, Junge! Gut! Scheiße. Komm, putzen weg. Putzen weg. Komm, Junge, komm, komm, komm! Scheiße. Oh. Ey, das war actually sehr, sehr gut von Kaminski. Starkes Ding. Ey, war wirklich gut. Gute Bewegung, Darko. Komm, Junge. Gut. Ah, schade. Schade, aber wenigstens probiert mal einer was. Wirklich. Ja, bitte mach was! Mann! Oh, Terodde kommt.
Richtig, Junge. Der heimliche Stürmer. Bitte einmal wieder. Bitte mal wieder heute was machen. Ja. Ah! Elfmeter! Ja! 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 Mann! Komm, Kenan, ich bitte dich. Bitte, 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 bitte. By the way, Tradition, der Kollege hier ist wieder Bier holen, ne? Kannst du auch gar nicht mehr erzählen. Immer wenn der Bier holen geht, fällt ein Tor. Komm, Junge! Ja! Yeah! Jolien, auf geht's. Hat einen Elfer rausgeholt, glaube ich. Danke. Adi 23, Darko. Jolien auf. Geht immer Bier holen, wenn die Tore fallen. Hol mal nochmal. Geh nochmal bitte holen. Hat System. Ja, raus. Geh. Kommt hin an. Simon. Ja. Gut, Junge! Gut, Bruder. Bei Schalke ist ja immer noch ein Choreo-Verbot. Da ist das Problemfenster. Das ist so geil. Da sollen jetzt keine Choreos bei uns, weil das Problemfenster ist. Gut. Geile Stimmung heute. Von Elben bis Luisa, oh immer wieder, es läuft hier. Keke kommt rein. 5 Minuten, die Arena ist da. Boah, ich bin so nervös. Ich habe so Angst, dass sie das verkacken. Gut, Henning! Gut, Junge! Start! Schalke läuft hier. Ole, ole! Oh nee, bitte nicht. Oh. Ja! Mann! Boah, was ein Kampf, ey. Oh, das Stadion ist komplett da. Weiter, weiter. Kämpf, Junge. Schalke 04. FC Schalke 04. FC Schalke 04. 6 Minuten Nachspielzeit. 6 Minuten. Boah, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Oh. Ey, ich halte das nicht aus. Oh, ich bin so nervös, ich bin so nervös. Bitte einfach gewinnen, bitte. Ich hab gesehen, Rostock führt gegen Hamburg. Das ist gar nicht gut für uns. Wir müssen das gewinnen. Wir müssen gewinnen. So. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Der hält ihn halt schon, ne? Kann sein, dass es Elfmeter gibt. Der hält ihn halt schon, Alter. Boah, das könnte echt sein, dass es jetzt noch Elfer gibt. Nein, er sagt nein. Oh, es geht weiter! Kein Videobeweis! Oh, nee, mach das nicht. Na gut, ab zur Eckfahne. Machst du gut. Machst du super alles. Ecke, super! Super! Geil! Ah, ja! Jo! Hey, Legendentipp! 1-0, die Saison dir. Machst du gut. Boah! Boah! Heilige Scheiße, 1-0, unfassbar. Dreckig, keine Ahnung, ob verdient, Arbeitssieg, aber heilige, ich kann schlafen gehen, ich kann direkt ins Bett gehen, ich bin so fertig. Boah, ich habe wieder 5 Lebensjahre verloren hier. Guckt euch die geschlagenen Krieger an hier. Fertig mit der Welt, ey, das geht so auf Nervenkostüm hier. Ist 15 Uhr, kannst ins Bett gehen, wirklich. La 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 la.
verdient, haben gut gekämpft. Spielerisch ist das immer noch ausbaufähig, aber ey, Hauptsache die drei Punkte bleiben hier, meine Güte. So, wir sind raus aus dem Stadion. Noch mal Zeit hier für ein kleines Match-Fazit. Also, ich muss sagen, defensiv besser. Mir hat Baumgartel richtig gut gefallen. Kallas sowieso, finde ich, ist sowieso noch einer unserer fähigsten Leute. Schallenberg fand ich auch gut. Scholinov immer sehr bemüht, fehlt noch ein bisschen das Endprodukt, aber hat den Elfer rausgeholt. Am Ende ist ein dreckiges 1-0, aber das ist so unfassbar wichtig. Rostock hat einen Punkt geholt gegen Hamburg und die drücken da auch. Lautern spielt noch. Ja, das ist und bleibt eng. Ne? Jetzt ist natürlich nach vorne nicht mehr so viel. Wir sind jetzt ein Punkt hinter Wiesbaden. Die Fans da hinten können wieder singen. Das war Balsam für die Seele und einfach ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Wir sehen uns hier bei einem neuen Vlog. Ich würde sagen, ich mache das Ding jetzt hier zu. Durchatmen und einfach irgendwie in dieser Scheißliga bleiben. Mehr will ich doch gar nicht. So, Ende war gerade abgeschnitten. Ein Abo könnt ihr auch da lassen. So, jetzt aber. Tschüss.